Wir brauchen mehr Lebenspunkte. Ich hätte vielleicht doch die Rüstung aufstufen sollen. Jetzt müssen wir. Seelenpfeile. Wobei. Nö. Das ist das Schöne an diesen Gegnern. Sie sind irre langsam. Das heißt, hier dürfte es im Gegensatz zu allen anderen Gebieten im gesamten Dark Souls-Universum gut gehen, einfach durchzulaufen. Mal gucken. Genau, nicht von dem da erwischen lassen. Einfach wegrollen. Die Angriffe sind hier genauso langsam wie die Bewegung von denen. Ist alles gut. Einzige Problem ist die Reichweite von den Waffen, aber das kriegen wir schon hin. So. Als Heil-Item werde ich diesmal nicht diese Radiant Stones benutzen. Die sind viel, viel zu langsam. Ich werde einfach versuchen, irgendwo Deckung zu finden und dann eine Flasche zu trinken. Und schon, wir haben nur noch 90% Lebenspunkte. Das ist nicht so gut. Aber ich laufe da trotzdem jetzt schon mal rein. Also Priorität 1, Seelen holen. Weil das sind Seelen im Wert von 15 Spielminuten. Das muss ja nicht sein, ne? Das sah dramatisch aus. Guck. So, wo bist du? Da bist du. Au. Okay. Ich sollte erst warten, bis er seine Attacke gemacht hat. Okay, hier müsste okay sein zum Heilen. Weil erstmal durch zwei Sachen durchkämpfen muss. Ja, zaubern einmal. Und großen Seelenpfeil bitte, danke. Einmal zaubern. Einmal zaubern. Ich habe das Gefühl, ich müsste vielleicht mal näher ran. Ja, es klappt gut. Hallo, du. Okay. Näher ran ist nicht gut. Ist absolut nicht gut. Au. Oh, hey. Jetzt bin ich wieder tot, oder? Nee. Na komm, gib mir. Das ist. Talana hat einen so dicken Hintern. So, das war gut. Also mit der Heilung. So, jetzt hau noch mal irgendwo in die Luft und dann kann ich wieder zaubern. Ich bin gerollt. Na komm, hier. Trink. Ich glaube, er kommt da nicht so schnell durch. Uhuhuhu. Okay. Zaubern. Flasche ist alle. Ich sollte was anderes in die Hand nehmen. Wenn die nicht so toll sind, sind sie besser als nichts. Hier, Säule. Roll dich. Na komm, greif an. Einmal. Na, zu spät. Warte. Ah. Komm, greif nochmal an. Komisches Heilding. So. Zauber einmal. War schon fast zu knapp. Zauber. Hat er gerade keinen Schaden genommen. Das ist nicht nett. Zauber. Komm. Was? Hey! Du bist unfair. Zauber. Bitte mach mal Schaden, danke. Und weg. Ja. Sehr gut. Und 22.000 Seelen. Alter Leoring, was machst denn du Schönes? Da. Erhöht die Kraft von Stoßwaffen bei einem Counterattack. Ich kämpfe sowohl nicht mit Stoßwaffen, als auch niemals mit Counterattacks. Habe ich im gesamten Dark Souls 1 Let's Play vermeiden können, obwohl ich Nahkämpfer war. Das will schon was heißen. So, was haben wir noch? Ach, die Seele sollten wir uns noch angucken. Da.
Die alte Drachenschlechterseele erinnert an einen gewissen Ritter aus uralten Legenden. Ich weiß gar nicht, ob man seinen Kollegen, also den großen Typen mit dem Hammer, auch wieder trifft. Man kann mich nicht erinnern. Ja, und damit kann man wieder eine besondere Waffe herstellen. Wobei Waffen für uns halt nicht ganz so interessant sind. Aber Zauberstäbe. Was ja wahrscheinlich auch als Waffe gilt. Ja. Steht hier. Bonfire ahead. 517 Daumen hoch. Also es ist jetzt nicht so eine kritische, wichtige Information. Was steht hier überall? Stay calm. Head ahead. Okay. Zünd's einfach an, dann ist gut. Also, und benutze es auch gleich, damit wir Zauber wiederbekommen. So. Dann gehen wir kurz hoch, weil wir haben nur noch jemanden gesehen, der da stand. Mit dem würden wir noch gerne sprechen. Und danach können wir uns den Leuchtturm da hinten nochmal angucken. Der sah doch ziemlich auffällig aus. Hallo, du. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Ich hab da gerade so einen recht großen Typen umgebracht, also sollte ich doch schon würdig sein, oder? Transient being. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Das wollen wir doch mal sehen. Be gone. You are not needed. Okay, es sagt wirklich nichts Neues mehr. Den Raum will ich halt aus. Ist auch okay. Hide the Knight, Iron Mask und ein Tower Shield. Beides nicht wirklich für uns interessant. Und Crack Blue Eye Orb. Okay. So, wir haben jetzt allerdings schon 27.000 Seelen. Die sollten wir eventuell ausgeben, bevor wir jetzt wieder irgendwo anders rumtouren. Das heißt, wir gehen runter zum Leuchtfeuer, springen nach Majula, stufen uns auf und springen dann zum zweiten Leuchtfeuer hier. Das oben bei der gierigen Klerikerin. Das klingt nach einem Plan. Also, du, Travel, Majula, jo. Aber das war schick, dass wir ihn jetzt so schnell geschafft haben. Weil 22.000 Seelen mal eben so extra haben, ist schon sehr praktisch. Hallo. Bearer of the Curse. Seek, lest this. So, Level up. Ich hätte gerne Vigor. Int. Attunement. Ich weiß nicht, ob wir demnächst neue Sprüche bekommen. Wenn wir welche bekommen würden, wäre es schon praktisch, wenn wir genug hätten. Da kommen wir gar nicht ran. Also erhöht Casting Speed. Ja, okay. Ich erhöhe jetzt auch Attunement mal, damit wir, falls wir einen neuen Spruch bekommen, nicht zig Level aufsteigen müssen, bevor wir den nächsten Slot bekommen. Also so, ja. Wusch. Alles weg. Okay. Dann Bonfire, Travel. Heidetower, dahin. Und da will ich mich von hier mal umgucken, ob das der Turm ist, den wir leuchtend gesehen haben, oder ob das was anderes war. Ne, das ist der Leuchtturm. Komisch, aber wir können hier nicht hoch. Oder? Naja, hier geht's nicht hoch. Guck mal, wenn wir von hier zurückgucken. Ah, ja, es ist stark beleuchtet, aber wir kommen nicht hoch. Schade, das sah so wichtig aus. Als wenn da irgendwas Lootartiges sein könnte. Und ja, meine Gedanken sind da recht fokussiert. Loot und Seelen. Mehr zählt nicht für Talana. Und für mich. Oh, Loot. Monastery Charm. Was machst denn du? Was? Black Separation Crystal. Rusted Coin. Ah. Heilt Gift und stellt Lebenspunkte wieder her. Gut.
noch uninteressant, weil wir noch keine vergiftenden Gegner hatten. Aber es kommt bestimmt noch. Oh, Ritter. Oh, Ritter. Guck. Oh oh. Das sind jetzt 4, 5 Sprüche für einen so einen Zweihandtypen. Das ist okay, würde ich sagen. Die Schildjungs hier sind eher das Problem. 1, 2. Jetzt werden sie nicht blocken. 3, 4. Nee. Die zähle ich mal nicht mit. Oh, oh. 5, 6, 7. Ah ja, 8 Stück. Weg. Du bist doof. Du hältst viel zu viel aus. So, da geht's runter. Da ist Loot. Mehr Loot, mehr Loot. Oh, sehr schön. Human Effigy. Dark Trotches. Was sind Dark Trotches? Ist das ein Tippfehler? Das soll Torches heißen oder ist das ein Kleidungsstück? Hm. Drangleic Leggings. Viel zu viel. Hm. Palestone. Nein. Ah, Dark Trotches. Erhöht Widerstand gegen Dunkelheit. Okay. Eine Seele. Und eine Hellebarde. Boah. Nix für uns. Da lang. Achso, wir könnten mal dich wieder wechseln auf. So, genau. Oh. Gleich der nächste, der 8 von den Doofen. Du kommst hier gar nicht durch, oder? Nee. Ah, sehr unfair für dich. Einfach gerade sagen, sein Schwert kommt eventuell durch. Na komm, darfst du wenigstens einmal versuchen, mich zu hauen. Oh, das war's. Gleich kommt sein Kollege von hinten, der schlägt mich. Das wäre sehr stilvoll gewesen, aber nein. Oh, doch, da ist ein Kollege von ihm. Fühlte sich aber wohl nicht angesprochen, als sein Freund hier nach und nach erschlagen wurde und dabei scheppernde Geräusche von sich gegeben hat. Ja, komm, hau auf die Stützsäulen. Au. Ich stelle mir Talana gerade so ein bisschen vor wie so ein kleiner Kender. Also aus AD, ja, aus Dragonlance ist das. So ein Halbling sozusagen. Der um den Gegner rumläuft und ihn verspottet. So, da geht's rund. Nee. Aber nein, Talana ist natürlich nicht so jemand. Talana redet so gut wie gar nicht. Und wenn, dann ist es irgendwie ominös und depressiv und düster. Aber wir spielen halt so mit dem Rumlaufen und so weiter, weil es am effektivsten ist. Ist hier was? Nein. So. Wenn Talana eine Spezialattacke hätte, wäre es, glaube ich, böse anstarren. Dürfte sogar Schaden verursachen bei ihr. Okay, es geht hier nirgendwo anders weiter. Das heißt, hier runter. Ist hier noch irgendwas? Nee. Klick. 33 Seelenpfeile. Mal schauen, ob hier unten weiterhin diese Steinriesen kommen. Oder was anderes. Es könnte ruhig was anderes kommen, weil die Steinriesen geben zwar gut Seelen, aber es ist ärgerlich, dass sie so viele Treffer einstecken können. Was sind das hier überall für Schriften? Tongue Butthole. Ja, ja, tue ich auch. Back Ahead. Illusionary Wall. Nee, es ist keine Wall. Idiot. Frage, wen habe ich gemeint? Den Schreiber oder mich? Au. Oh, hier sind dezent viele Blutflecken. Das ist doch bestimmt wegen dir.